Hallo liebe HiFi-Freunde, Sascha aus dem Taunus. Heute mit der Frage, wie oft kann man eigentlich eine Schallplatte abspielen, bevor sie kaputt geht? Das habt ihr gefragt und hier ist meine Antwort. Los geht's. Wir schreiben das Jahr 2015. Da habe ich mir selbst die Frage gestellt, sag mal, wie oft kann ich eigentlich meine guten Schätze auf den Plattenspieler legen und mit einem Diamanten quälen, bevor sie in irgendeiner Form kaputt gehen? Und ja, ich habe damals das in einem Forum geschrieben, dass ich das vorhabe zu testen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt dreimal das gleiche Album, und zwar von Iron Maiden, die Killers. Und das fand eine Person aus dem ganzen HiFi-Zirkus nicht so berauschend, dass ich das mit so einer Platte machen möchte. Und bei der Person handelt es sich um Jan Sieveking. Der hat mit mir dann Kontakt aufgenommen und hat gesagt: Pass auf, den Test, den du vorhast, der ist spannend, aber mach das doch mit was anderem. Jetzt wusste der gute Mann, ich mag Sinatra, und deswegen hat er mir zweimal die Sinatra Swinging Session zur Verfügung gestellt für genau diesen Test. Und man sieht das auch hier hinten, also sie hat keine Nummer und der Barcode ist auch ausgestrichen. Und davon hatte ich zwei Stück. Also eine, die die ganze Zeit bespielt wird, und diese hier, die ich noch besitze, die quasi als Referenz herhält, quasi für den Gegencheck. Aus der zweiten, also aus dem Testexemplar, ist für einen Freund eine Uhr geworden. Die hängt er heute schön in der Küche und ja, geht mir immer wieder auf die Nerven, wenn ich bei ihm bin, weil dieses Uhrwerk, was er da eingebaut hat, das ist laut wie die Hölle. Tick-Tack, Tick-Tack. Wahnsinn. Also, man kann sagen, dass die Platte, die bei ihm jetzt in der Küche hängt, mir heute noch genauso auf die Nerven geht wie damals bei dem Test. Denn ich habe das Ganze dann 1300 Mal abgespielt und ich habe richtig gehört, 1300 Mal. Und so sehr ich Frank mag, glaubt mir, nach den Wochen und Monaten, die dieser Test gedauert hat, konnte ich dieses Album auch nicht mehr so gut hören. Es ging mir wirklich auf die Nerven. Und ja, wie gesagt, heute dieses laute Uhrwerk und die Platte dazu. Und es nervt mich jedes Mal wieder. Es ist ein tolles Gimmick. Genauso ist es. Nee, nun gut, jetzt habe ich also damals den Test gemacht, habe auch das Ganze einfach veröffentlicht, also einfach geschrieben, pass auf, das und das habe ich gemacht. Also ohne jetzt großen Testaufbau zu machen, ohne die Dokumentation so zu führen, wie man das eigentlich professionell macht. Aber hey, ich bin ein Dude aus dem Taunus und ich wollte einfach nur meine Frage für mich beantwortet haben. Also das war damals nicht so optimal gelaufen, zumindest mit der Veröffentlichung der Ergebnisse und wie der Testaufbau ist. Deswegen machen wir das Video jetzt, denn ich kann euch genau sagen, was passiert ist. Also ich habe von Jan Sieveking, wie gesagt, das Album bekommen. Ich habe es gespielt. Die allererste Einspielung habe ich digitalisiert. Und die kann ich euch hier vorspielen. Genauso wie auch die letzte. Denn natürlich habe ich die Digitalisierung. Also zumindest bei die, wo was passiert ist, die habe ich noch. Ansonsten die anderen nicht mehr. Das war auch ein ganz schönes Datenaufkommen. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute würde ich über das Datenaufkommen lachen. Nun gut, also, was war passiert? Ich habe gespielt, gespielt, gespielt. Alle 50 Durchgänge habe ich eine Digitalisierung vorgenommen. Und ja, ich kann euch quasi jetzt den hier einspielen. Ich habe nicht die Rechte an der Musik, also ich werde das irgendwie in kurzen Stücken machen und ihr werdet bitte einfach einen Kopfhörer aufziehen und mal reinhören und ihr werdet feststellen, was ich gehört habe, werdet ihr jetzt auch hören. Und zwar die erste Einspielung und dann die 1300. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes. So, und wie ihr hören konntet, ist die erste Einspielung sehr klar. Sie ist sehr frisch obenrum und die 1300. ist ja gedämpft. Ja? Also der Hochton quasi wird immer weniger. So ab dem oberen Mitteltonbereich quasi fällt das ganze Geschehen im Pegel ab. Gut, woher kommt's denn? Also, mein damaliger Tonabnehmer war ein Denon DL110.
mit einem elliptischen Nadelschliff, also das, was quasi auch die meisten Leute verwenden, die Schallplatten hören. Und der Plattenspieler ist genau der, den ihr da noch seht. Das ist genau der Arm und es ist genau der Plattenspieler. Wie ist das jetzt zu erklären? Naja, es ist ganz einfach. Bei einem elliptischen Schliff haben wir eine relativ kleine Kontaktfläche in der Rille. Das heißt also, dass die 2 Gramm Auflagegewicht, die ich damals verwendet habe, auf einem sehr, sehr kleinen Punkt sich konzentrieren. Damit ist die punktuelle Belastung höher. Reine Physik. So, und die hohen Frequenzen, ja, wie der Name ja schon sagt, Frequenz schwingt also ganz, ganz oft bei 10.000 Hertz, also 10.000 Mal in der Sekunde. Und das sind quasi die Rillen, die einfach in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ich habe nach dem Test auch von einem befreundeten HiFi-Händler, der ein sehr gutes Mikroskop hat, schauen lassen, ob der Diamant eventuell auch die Ursache war. Nein, der Diamant war absolut in Ordnung. So, also, was können wir jetzt festhalten? Die ersten 900 Abspielungen war kein Unterschied zur ersten Abspielung. Also die ersten 900 waren wirklich 1:1 gleich. So, danach fing es an, dass es hörbar wurde. So mit der 950. und 1000. Digitalisierung habe ich gemerkt, okay, es baut ab. Und aber exponentiell, denn die Abnutzung quasi ist immer stärker geworden. Also mit jedem Durchgang quasi wurde die Abnutzung stärker. Jetzt ist es so, also ist die Rille erstmal beschädigt, ja, geht es quasi rapide mit ihr ab. So hat es damals auch Kai Brockmann geschrieben, denn ihr wisst, ich sage das ja manchmal, dass er bei mir war und wir einen ziemlich coolen Tag hatte. In der Ausgabe hat er darüber berichtet, über meinen Test, auf Seite 116 und das hier ist die Ausgabe Nummer 21 der Fidelity, 5/2015. Ja, da ist der Bericht drin, es sind 4 Seiten, noch in meinem alten Hörraum. Ja, und so war das Ganze. Cooler Tag, aber er hat es auch genau so geschrieben. Ist die Rille erstmal quasi dem Verfall hingegeben, dann wird es halt schlimmer. So. Jetzt hatte ich irgendwann nochmal vor, den Test zu wiederholen, und zwar mit dem scharfen Nadelschliff. Ja, so ein Leinkontakt, ähnlich wie hier auf meinem Dynavektor, denn da werden die 2 Gramm Auflagegewicht ja auf eine größere Fläche verteilt in der Rille. De facto, physikalisch heißt das, ich habe weniger punktuelle Belastung und damit auch einen geringeren Verschleiß. So viel sagt zumindest die Theorie, beweisen kann ich es an der Stelle nicht, weil ich habe den Test nicht nochmal wiederholt bis heute, denn das müsst ihr euch in meine Lage versetzen. Wenn ich es mache, mache ich es richtig. Das habe ich schon immer so in meinem Leben gehandhabt. Also, das ist ein rein manueller Plattenspieler. Und jetzt spielt ihr bitte 1300 Mal exakt die gleiche LP, A-Seite wie B-Seite, immer und immer und immer wieder. Ja, dann wisst ihr, was Sache ist. Ja. Das hat Wochen gedauert, das hat Monate in Anspruch genommen, immer nach meinem Job, immer nach Feierabend, auch am Wochenende. Und es gab auch eine Zeit, da konnte ich Frankie wirklich nicht mehr hören. Also so das Album 1300 Mal zu hören, ist schon echt krass. Natürlich habe ich nebenbei andere Sachen gemacht. Also damals da gesessen, Laptop auf dem Schoß oder aufs Tablet, habe dann irgendwas gelesen, habe einfach nur quasi rein vom Gehör gehört, ist jetzt hier irgend gerade was schief, ist er dreckig, ne? Weil ich musste auch hin und wieder dann waschen durch die statische Aufladung und der Dreck, der angezogen worden ist. Also es war ein Riesenaufwand, Freunde. Naja, gut, also jetzt habt ihr mal gehört, ja, was ich damals gehört habe und sie ist nach 1300 Mal de facto nicht kaputt gewesen, sondern ich sag mal so nach 900 Abspielungen fing es an, dass es sich verändert hat, dass es wirklich wahrnehmbar sich verändert hat und hätte man sie noch spielen können? Ja, natürlich. Ja, das wäre immer noch zu erkennen gewesen, aber es war eben oder ist nicht mehr der Zustand, wie sie neu war. Mein Tipp an euch alle ist, um die Platte so lange wie möglich spielen zu können, haltet eure Schallplatte sauber. Das ist ganz, ganz wichtig. Je weniger Dreck, desto weniger Belastung für den Diamant. Stellt den Tonab und die Tonabnehmer richtig ein. Schaut, dass der Überhang richtig ist, dass die Nadel richtig ausgerichtet ist und macht bitte nicht den Fehler und stellt euren Tonabnehmer nach dem Tonabnehmergehäuse ein. Niemals machen. Schaut vorne auf die Nadel, auf den Nadelträger
und auf den Diamant, ja, also den Nadelträger, an dem der Diamant befestigt ist, und das richtet ihr bitte nach den üblichen Schablonen aus und nicht das Gehäuse. Die Nadelträger sind fast nie zu 100% exakt richtig ausgerichtet. Tut mir den Gefallen und dann, ja, richtige Auflagegewicht vom, das, was vom Hersteller von eurem System angegeben ist. Das sind so die Kleinigkeiten. Darauf könnt ihr achten und das verlängert mit Sicherheit zu einem euren Tonabnehmer, also das Leben eures Tonabnehmers, sowie das eurer Schallplatte. Okay? So. Damit haben wir ein bisschen Luft ins Dunkel gebracht. Wenn ihr dazu Fragen habt, haut es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich dazu dann nochmal ein zweites Video mache, um dann diese Fragen zu beantworten, oder ob ich einfach schriftlich machen kann. Ich denke, das hängt mit der Komplexität zusammen, ja, was ihr wissen wollt. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, und so habe ich es damals auch zu Kai gesagt, weißt du, eigentlich kann man jedem sagen, 1000 Mal. 1000 ist einfach, ne? So 1000 Mal mit dem elliptischen Schliff und mit dem scharfen wahrscheinlich nochmal deutlich länger. Okay, damit haben wir es abgehandelt. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet und ja, ich freue mich auf eure Fragen. In diesem Sinne, macht's gut. Die Schallplatte wird immer mit 33 und Drill Umdrehung gedreht, außer aus der 45er. In diesem Sinne, ciao.